Ich begrüße euch recht herzlich bei unser neues Format Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben heißt nicht stehen bleiben in der inneren Führung, in der inneren Motivation, in der inneren Hoffnung. Alle, die unterwegs sind, ob es Privatpersonen sind oder Unternehmen sind, sind durch diesen Lockdown festgenagelt stehen geblieben, ausgebremst. Und ich möchte mit diesem, wo ich alle zeige, Unternehmen, die da sind, die immer am Markt sind, am Markt bleiben und dies nach vorne bewegen. Euch möchte ich dazu einladen, euch zu melden, mitzumachen. Wir wollen nicht den Lockdown beschwören, verderben oder ähnliches. Wir wollen daraus gewinnen. Wir wollen gewinnen eine Zukunft für uns. Das heißt, dass wir, wo wir hier sind, mehr Erfolg haben als vorher. Und ihr wisst, wir haben erstmal, wie groß ist unser Ehrgeiz? Wir wollen den Ehrgeiz stärken, die Motivation. Dann kommt ein Punkt, der uns festhält. Und dieser Punkt, der uns festhält, den wollen wir, wenn ihr wollt, durch Familienstellen auflösen. Eine innere Bremse. Es kommt nicht vom Lockdown, sondern die ihr sowieso in euch habt. Ihr könnt viel mehr erreichen, als ihr eigentlich macht, als ihr jetzt schon macht. Weil es ist von hinten her, wie einer, der euch festhält und sagt, ihr könnt nicht weitergehen. Ihr dürft nicht weitergehen. Und dann sind die Chancen, die da sind, viel größer und viel vielfältiger, als ihr euch heute vorstellen könnt. Macht mit bei unserem Unternehmen. Wir stehen auf, wir gehen weiter. Ruft mich an. Wir machen Bilder oder schickt mir Bilder und unsere Gruppe wird größer. Wir geben nicht auf. Wir setzen uns durch in dem Rahmen unserer Möglichkeiten und werden erfolgreich. Und schaffen eine neue Gesellschaft. Ich freue mich auf euch. Bis dato verbleibe ich wie immer euer Robert Gerhard. Danke für eure Aufmerksamkeit.